Ich wusste doch, es geht mindestens noch einmal nach Florenz. War absehbar. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Mach ich. Sub geöffnet. Die Rückkehr nach Florenz. Republik Florenz 1497. Das soll 9 Jahre nach den Ereignissen in 4D sein? Das kann doch gar nicht sein. Gut, wir wissen, Rodrigo ist 1492 zum Papst geworden. Das heißt, er ist jetzt schon Papst. Wissen wir, wo er ist. Er kann nur in Rom sein. Ach, ich hab's geahnt. Wollt ihr das wirklich? Das sind nur Billigwachen, das gefällt mir. Na bitte, geht doch. Machiavelli auf der Brücke in Oltano treffen. Okay. Pappe runter. Ja? Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Verrückter Mönch? What? Was für ein verrückter Mensch, obwohl, ja, ich glaube, das dürfte unser Gentleman sein. Mal gucken, sind hier die verbliebenen 7 Aussichtspunkte, die uns irgendwie noch fehlen? Da ist einer. Und ich fürchte, in genau dieses Gebiet wird es jetzt gehen. Weil hier ist ja so ohne weiteres erstmal nichts. Also sind tatsächlich die fehlenden 7 Aussichtspunkte tatsächlich noch in Florenz gewesen. Ich hab's doch gewusst. Ich renne hier einfach mal sehr unassassinhaft einfach mal quer durchs Gedränge. Weil es geht tatsächlich einfacher vor den Wachen, also zeitlich gesehen einfacher vor den Wachen wegzulaufen, als sich mit all ihnen zu hauen. Mache ich zwar auch mal ganz gern, aber in diesem Spiel ist das doch so schwer, die auszukontern und da habe ich einfach keine Lust drauf. Tschüss! Jetzt machen wir gerade unseren Venedig-Style hier mal in Florenz, nämlich das Entkommen über Wasser. Kommen wir hier hoch? Sieht eigentlich so aus. Wir sind entkommen und wir kommen zufälligerweise direkt bei Machiavelli raus. Was für ein Zufall. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Finde ich auch. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Okay. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen es an. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Der kann immer gut reden, Machiavelli, finde ich. Aber er ist mir ein bisschen unheimlich. Er wirkt so ein bisschen altglatt, so ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Na super. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Oh ja. Hui, tun wir es. Der Spanier ist also wieder schuld. Das könnte unser Beschwörung geschehen. Komm, Machiavelli, ein bisschen kleines Gemetzel. Hat auch niemandem geschadet. Oh, die halten so viel aus. Daneben, Dumbo. Ich bin hier. Kann ich jetzt eigentlich die Dicken auskontern, wenn sie so geschwächt sind? Nein. Hat er uns gerade entwaffnet?
Der hat uns entwaffnet. Bam. Ich wollte sagen, gib mir bitte das Alter ihr Schwert wieder. Machiavelli? Machiavelli! Was kann denn der Typ eigentlich? So, mal sehen, was hier los ist. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffinier. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Das riecht nach einer ganzen Menge an Attentaten. Wie viele sind? 9 Stück? WTF! So, aber erstmal... Inventar. Monturen. Venezianer-Umhang ist natürlich geil, aber wir sind in Florenz, also gibt es den Medici-Umhang. Damit wir hier Immunität gegenüber den Wachen besitzen. So, wir sind in einem neuen Gebiet, das heißt, es gibt hier erstmal zu synchronisieren. Großer Gott, wo sind denn die alle? Oh, Hilfe. Hört her! Ja. Wir sind jetzt immun in Florenz gegenüber Wachen. Das ist sehr praktisch. Jetzt können wir unseren Fahndungsstatus nämlich nicht erhöhen. Was unsere Operation hier in den nächsten Folgen, ach keine Ahnung, wie haben wir jetzt hier noch brauchen, in der nächsten Zeit auf jeden Fall unsere Operation hier in Florenz sehr vereinfachen wird, sag ich jetzt einfach mal. So, aber erstmal holen wir uns die verbleibenden Aussichtspunkte, damit ich hier etwas sehe. So. Synchronisieren. So, es sollten eigentlich noch weitere Aussichtspunkte hier in Florenz aufgetaucht sein. So ist es denn auch. Interessanterweise genau die 6, die uns noch fehlen. Quelle Surprise. Wow, warum, Ezio, warum? Ja, das ist sehr realistisch. Neun Missionen haben wir gleich, wo wir Leutnants töten müssen. Dann noch den Chef. Puh, das wird ein bisschen dauern. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Aufnahme noch schaffen werden, aber das macht auch nichts. Verdammt, ich dachte, da komme ich hoch. Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Feuer auf offener Straße, direkt neben einem Karren voller Stroh. Das ist sicher. Ja, heilen wir uns mal kurz, wir haben ja das Geld. Ich habe immer ganz gerne Munition und so weiter immer auf Maximum. Dann ist man immer für alle Lebenslagen gerüstet, nenne ich es einfach mal. Gott segne euch. Befreit uns von diesen Unterdrückern und Tyrannen. Da prügelt sich, glaube ich, gerade irgendwer, aber wir mischen uns nicht ein. Die letzte Sequenz war so voller Konflikte. Ich bin froh, wenn ich einfach wieder ein bisschen rumrennen kann und ein bisschen erkunden kann. Das ist doch wesentlich angenehmer, finde ich. Ich finde es auch gerade echt schön, dass wir in Florenz wieder sind. Venedig, schön und gut, aber Ezio ist nur mal Florentiner. Was sollen wir machen? Sagt man doch, glaube ich, Florentiner, oder? Ich weiß es gerade gar nicht.
So. Ist aber auch gigantisch groß, Florenz. So, das ist der nächste Aussichtspunkt. Bleiben noch 4. Es ist ein Ende in Sicht. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, dass ein Ende in Sicht ist? Oh. Tatsächlich bald alle 73 Aussichtspunkte in diesem Spiel gefunden. Überlege ich mal, wie viele das sind. Ach, wie ist der Wart, wenn wir hier schon mal vorbeikommen, können wir auch mal gleich den ersten Leutnant umnieten. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Noch so ein Verrückter. Der jüngste Tag. Der korrupte Predigt des Priesters stoppen. Das mache ich sehr gerne. Die Zeichen sind überall. Also ganz ehrlich, der steht da unten vor so einer Kirche. Das schreit doch förmlich nach Luftattentat. Hallo? Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Daneben! Ich habe noch gewartet, bis er geschossen hat, weil wenn er uns in der Luft anschießt, kann das durchaus ungemütlich werden. Plonk! Na komm her, Freundchen, ich hab... Ciao! Wow! Das zieht die Scheiße, er hat uns bemerkt. Mann, ich wollte ein schönes Luftattentat machen. So, den haben wir. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Da kann man jetzt drüber streiten. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden, armer Irrer. Keine Ahnung. So, das war der erste. Der Aufstand beginnt. Da sehe ich gerade da Vulpe und ich habe ihren Namen vergessen. Schwester irgendwas. Schwester auf jeden Fall. Die Nonne, die ein Bordell betreibt. Alle Leutnants von Savonarola töten. Das mache ich sehr gerne. Aber erstmal klären wir das Gebiet noch wieder auf. Das ist jetzt so eine richtig schöne Attentatsequenz. Insgesamt 10 Attentate in einer Sequenz. Das ist ein absoluter Rekord in Assassin's Creed. Da werden wir sehr viel Spaß haben. Einen Moment. Ich muss einmal den Ventilator etwas weiter aufdrehen. Ich habe einen Ventilator an meinem Computer stehen, weil der sonst etwas warm wird. Wir haben schön tropische Temperaturen gerade in Hamburg. Damit meine neue Grafikkarte nicht durchschmort, wird sie jetzt per Ventilator gekühlt. Dafür schwitze ich zwar wie Hulle, aber ich kann immerhin nicht durchschmoren, also alles super. Es klingt schon wieder, als würde sich da irgendwer prügeln. Und wieder sieht es aus, als wäre der Aussichtspunkt an einem Ort, wo sowieso eine Erinnerung startet. Von daher können wir das gleich kombinieren. Das ist ein cooles Gebäude hier, an das erinnere ich mich gar nicht. Ganz anderer Baustil als der Rest von Florenz. Interessant. Hey, runter hier! Ja, ja, ich bin ja schon weg. Siehst du? Bin weg. Ah, guck mal, hier ist der Aussichtspunkt und 2 Meter weiter ist die Erinnerung. Sofort! Während wir synchronisieren in aller Ruhe, werden wir von der Wache angeblökt. Finde ich super. Ja, ich bin ja schon... Und so... Ciao. Lehnt das Gemeine und Materielle ab. Sucht euer Heil in den Flammen. Bücherverbrennung. Interessant. Stillleben. Attentat auf den verblendeten Künstler. Ja, das scheint in der Tat nicht ganz klar bei Verstand zu sein. Warum ist diese spezielle Kameraführung? Er ist hier!
Das sind Sprungbretter, die sind neu. Hier ist uns ein kleiner Weg vorgezeichnet, wie wir zu dem Typen kommen können. Gebt sie auf oder meine Wachen erledigen das. Als ich ein Maler wurde, tat ich das, um meine Hingabe zu Gott auszudrücken. So, mal sehen, wo steckt denn der Schweinehund? Denn wenn Perfektion göttlich war. Das war gerade Reflex. Ich habe gedacht, okay, der müsste es sein. Habe einfach mal Blindviereck gedrückt und es hat tatsächlich funktioniert. Schwein gehabt. Getan. Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Er zeigt wenigstens Reue. Das ist schon mal sehr viel wert. Hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Ezio hier gerade zu seinen eigenen Motiven ein bisschen ins Zweifeln kommt, weil, ich meine, er tötet Männer, die gut, ja, das Ziel flieht, glaube ich nicht, das Ziel flieht nie wieder. Er tötet Männer, die ja eigentlich, ja gut, sind jetzt nicht die besten Menschen, aber sie haben jetzt nichts Gravierendes, Schlimmes getan. Sie hatten halt so eine leichte Selbstzweifel oder so und haben daraus resultierend halt falsche Entscheidungen getroffen, aber an sich sind es ja keine schlimmen Menschen gewesen. Vor allem wird es später schwierig für Ezio wahrscheinlich vor seinem Gewissen zu rechtfertigen, dass er diejenigen ausschaltet, die ja eigentlich gegen ihren Willen sozusagen dem Savonarola dienen und sozusagen eigentlich gar nicht ihm dienen wollen und trotzdem müssen wir die töten. Gibt es neue Beutel? Immer noch nicht, langweilig. Können wir nicht färben. So ein bisschen mehr Beute hätte ich mir noch gewünscht, aber das kommt, glaube ich, in den Brotherhood, dass es eine Vielzahl an Beutelchen gibt, die wir kaufen können. Leuten hat es getötet, 2 von 9. Ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen übertrieben, 9 Stück. Bitte? Ich habe da irgendwie gerade Protest gehört, glaube ich. Die Stadt hat in ihrer Weisheit... Ihr dürft ihr nicht sein, Versplatschu! Packt ihn! Komm her! So, machen wir den auch nochmal fertig. Dann haben wir die 3 auf der Südseite von Florenz erledigt. Non si passa. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Ich bin der Prophet. Erzfeind. Die Söldner eliminieren. Den Söldner eliminieren, der den Ponte Vecchio bewacht. Das sieht eher aus wie ein Kaufmann oder so, der Typ, nicht wie ein Söldner. Ihr habt Dinge zu tun. Naja. Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung. Sind das viele Wachen. Ezio, ich würde dir empfehlen, etwas schneller zu klettern. Die Stadt ist unser. Sonst passiert nämlich genau das gleich. Sie sind geflohen, um in letzter Sekunde, ehrlich Ezio. In solchen Situationen bin ich aber so stur. Ich kletter da dann hoch. Verzeiht mir das jetzt bitte, aber ich kann nicht anders. Ich muss jetzt hier hochklettern, wenn die mir noch 10-mal mit Steinen runterwerfen. Unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren. Wo ist er? Okay, das war so nicht geplant. Haltet ihn auf! Sofort! Ich hab einfach keine Lust, mich mit den ganzen Wachen hier zu hauen. Surprise! Toll, er tötet natürlich genau die beiden Wachen und nicht den Söldner. So, na gut, er kann uns nicht entkommen. Komm her. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. So, da war er mit bei. Okay, ich muss gleich dringend auch Bomben kaufen, weil die sind echt wichtig, ihr vor allem. Tragt die Kleidung des Adels. Okay, gleich. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Gut, um den ist es nicht schade. Ja, was ich gerade sagen wollte, wir brauchen echt dringend Rauchbomben, weil ihr habt gerade gesehen, was das für ein Gemetzel hier gerade ist. Ach was, kommt euch die Brücke bekannt vor?
hier haben wir uns am Anfang des Spiels mit Vieri die Patzi geprügelt. Und jetzt kehren wir hierhin wieder zurück. Ist doch interessant. Weil ganz ehrlich, ich habe ja die Masse an Wachen gesehen, die hier gerade rumstreunt. Wenn ich die alle töten würde, würde dieses Let's Play noch alleine 10 Folgen länger werden, dadurch, dass ich Wachen töte. Das, nee. Also ist es langweilig. Die Killmoves sind noch nicht so cool und die Möglichkeiten, die wir haben, um Wachen zu töten, sind noch nicht so cool. Das wird sich aber auch noch ändern, wenn wir später die ganzen verschiedenen Konter und alles mögliche beherrschen. Dann wird es aber ein ganzes Ende lustiger. So, ich renne jetzt einfach mal blind in die Richtung, wo ich den Aussichtspunkt in Erinnerung habe. Frisch gefangene Igel! Wer braucht ein... Und überall in Florenz brechen Krawalle aus. Und immer ist der Wolfe mit dabei. Der Gute. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen, weh, das Spiel setzt mich jetzt von hier weg. Ach, das war tatsächlich der Aussichtspunkt hier. Wuhu! Der letzte. Müsste, glaube ich, der letzte gewesen sein. Ja. Müsste eigentlich. Oder? Oder nicht? Spiel, zeig mir an, dass es der letzte war. Nein, war es nicht. Wo ist denn der letzte? Da? Was synchronisiert denn der noch? Das Gebiet ist doch schon komplett aufgedeckt. Strange. So, auf jeden Fall ein bisschen heilen. Sehr beeindruckend. Wir haben einen Mut. Oh, das war einmal zu wenig, glaube ich. Jetzt haben wir voll. Das ist jetzt aber besser. Aber ich sage, Vorsorge. Ah, da ist ein Schmied. Das trifft sich ja hervorragend. Und das ist hier auf der anderen Seite des Gebäudes. Das war ja klar. Das war klar. Geld in der Villa. Ja, das ist schön, aber das Geld brauche ich nicht. Von daher hole ich das jetzt auch erstmal nicht ab. Die Stadtwache sucht neue Rekruten für Straßenpatrouillen. Wir sind stolz. Voll. Voll. So, kleine Waffen. Haben wir alles? Waffen. Haben wir alles? Rüstung. Haben wir alles? Reparieren. Brauchen wir nichts. Wir haben tatsächlich alles an Waffen und Rüstung, was es in diesem Spiel gibt. Wir sind also eigentlich fertig. Das Einzige, was halt wirklich noch fehlt, sind Nebenmissionen und diese Sequenz hier. Dann haben wir tatsächlich Assassin's Creed 2 fertig. Ziemlich beeindruckend. Ja! Also hopp, jetzt haben wir den letzten Aussichtspunkt synchronisiert. Assassin's Creed 2 ist damit komplett, zumindest im Hinblick auf Aussichtspunkte, synchronisiert. So, da hinten ist noch alles voller Leutnants. 3, 6 an der Zahl fehlen noch. Die werden wir jetzt Stück für Stück, ja, wie soll ich sagen, dazu überreden, auf die andere Seite zu wechseln. Also vom Diesseits ins Jenseits. Wir haben einige sehr überzeugende Argumente da ins Feld zu führen, finde ich. 2 davon befinden sich an unseren Armen. 2 weitere hängen an unserem Gürtel. Ein weiteres haben wir in der Hose. Nein, Spaß. Der war sehr schlecht, ich weiß. Zu schlecht. Tut mir leid. Hier schon überall sind Schlägereien in Florenz. Hier gibt es ein bisschen Krawall. Was ich noch nicht verstehe, zwischen den Ereignissen Forli und dem hier sind, wenn ich die Jahreszahlen aus den Intro-Sequenzen richtig erinnere, 9 Jahre vergangen. Was hat denn jetzt mit der Zeit gemacht? Hat er die 9 Jahre gebraucht, nach Florenz zu gehen? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Omnipotens Deus Rex Regum. Noch so ein religiöser et Typ. Omnium Gubernator. Sterbesakramente. Ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester in seinem Hochsitz entfernen. Aus seinem Hochsitz entfernen.
ungesehen. Yay. Die Wachen sind in höchster Alarmbereitschaft. Das zum Thema unseres Superumhangs. Ich versuche einfach mal hier irgendwo hochzukommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir auf den Duomo können und wo nicht. Aber das sieht hier gerade recht vielversprechend aus, zumal wir die Kletterhandschuhe haben. Die ja, genau, an dieser Stelle sehr gut funktionieren sollten. Nein. Oder ich schnatsch auf. Was? Zurück hier. Okay, wir dürfen tatsächlich nicht entdeckt werden. Oh. Okay, gut, das hätte ich eigentlich aus dem Ungesehen rauslesen können, aber. Nun gut, also gehe ich erstmal auf das umliegende Gebäude und gucke mir erstmal von da aus an, wie die Situation am Duomo ist. Okay, der ist auf jeden Fall auf dieser Kuppel da. Ha. Ich weiß es nicht. So, ich denke mal, das war relativ effektiv. Ich kletter mal hier weiter. Weil dann ist noch eine Wache und der würde ich ungern begegnen. So, ich kletter mal ein bisschen runter, dann sind wir auf jeden Fall nicht in deren Sichtfeld. Ich weiß ja nicht, wie weit deren Sichtfeld sozusagen reicht und ich will vermeiden, hier an der Mauer hängend entdeckt zu werden. Daher. Ach, Kollege. Ich war kurz mit dem Gedanken gespielt, schnell übers Dach zu sprinten und auf diese, zu dieser Kuppel hier, aber ganz ehrlich, der hätte uns sowas von gesehen. Hallo, Kollege. Attentat und so. Ezio. Scheiße, wir sind noch zu weit weg von dem. Puh, ich habe schon befürchtet, dass das schief geht, so wie ich mein Glück kenne. So, das sollte jetzt aber das Hauptproblem gewesen sein. Omnipotens Deus Rex Rego et Omnium Gubernatum. Ich höre schon das verrückte Geschwafel von dem guten Herrn. Nulla creatura resistere potest. Latein müsste man können. Kann ich aber nicht. Falls jemand von euch Latein kann und weiß, was der gute Herr hier gerade schwafelt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin echt neugierig, was er da vor sich hin faselt. Und ob es tatsächlich einen Sinn macht, oder ob hier einfach nur irgendwelche lateinischen Wörter aneinander gereiht sind. Wieso kann Ezio sich da nicht? Naja, egal. Reprime iorum superbia. Minui malitio. Ut nos tuis armis muniti. Semper savemur. Ab omnibus periculus. Und ciao. Nummer 4, wenn ich mich nicht irre? Ja. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat in pace. Okay, da werden wir definitiv desynchronisiert. Es ist vielleicht sogar rückblickend ein schnellerer Weg nach unten als runter zu klettern. Daher war das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dann als nächstes der, würde ich sagen. Vier von neun Leutnanten sind Leutnants. Leutnanten. Ich weiß gar nicht. Doch, steht's ja. Leutnants.
gehen jetzt durch komische Leutnants. Naja. Auf jeden Fall, 4 von 9 sind tot. 5 fehlen noch. Die werden wir jetzt Stück für Stück ins Jenseits überführen. So, einmal geschwind hier zwischen den Schornsteinen durch. Zack, über die Wäscheleine. Hallo. Ciao. So, ist die spannende Frage. Aus der Map kann ich nicht herauslesen, ob der Beginn der Sequenz hier ist. Oder auf der anderen Seite. Mittendrin. Okay, geht auch. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Warum forderst du mich dann heraus? Nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache, wache! Ist das ein Feigling? Den Artig verfolgen und zum Schweigen bringen, bevor er Savonarola erreicht. So, erstmal auf die Dächer, weil da kommt die Wache in der Regel nicht hinterher. Schneller, verdammt! So. Die habe ich nur schnell mal eingesammelt. Die gucken wir uns bei Zeiten an. Nur die würde ich so nie wiederfinden, von daher habe ich die schnell einmal mitgenommen, die Glyphe. Ist das sein Ernst? Ich war ein Opfer. Ist das sein Ernst? Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Das erste Opfer, das sich selber ausschaltet. Mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Was für eine Lachnummer. Ich glaub das nicht. Dann fällt der Typ vom Dach und ist tot. Ehrlich, leichtestes Attentat ever. Das erste Auftragsattentat meiner Assassin's Creed-Karriere sozusagen, wo sich das Ziel selbst ausschaltet. Gott, ist das bescheuert. Für einen kurzen Moment hätte ich gedacht, okay, ich werde desynchronisiert, aber dann fiel mir auf, Moment, es wird ja angezeigt, wenn man desynchronisiert wird. Ciao! Ganz deiner Meinung, was auch immer der gerade auf Italienisch gepöbelt hat. Ach komm, Ezio, das kannst du doch besser. Vielleicht arbeite ich zu viel. Ist das nicht verboten? Naja, nicht mein Problem. So, Ezio, jetzt noch ein bisschen höher. Nein, höher! Dieser Aushilfsassassine. So, okay. Ja, ich bin ja auch schon wieder weg. So freundlich, diese Wachen.